Hallo, ja, heute mal wieder ein Video von mir. Und zwar frage ich Sie mal, kennen Sie die Sendung Liebe auf den ersten Blick? Ich habe die ganz zufällig entdeckt. Ich habe hier mal auf YouTube ein bisschen recherchiert, weil es ja so mein Bereich Hochzeit. Und dachte, gucken wir mal, was so andere darüber für Videos bringen. Und ganz oben wurde mir diese Sendung gelistet. Ja, dachte ich, okay, das dient ja praktisch Recherchezwecken. Businessmäßig sozusagen, kannst du ja mal angucken. Ja, und da habe ich die nicht die erste Folge, eine Folge gesehen. Ich glaube, das ist Sat.1, ich bin mir nicht sicher. Und war doch sehr geschockt über dieses Format. Also für die Leute, die das nicht kennen, das ist so. Also sogenannte Experten suchen Mann und Frau aus, die zusammenpassen, also wie so ein Partner-Matching. Und dann sehen sich Mann und Frau das erste Mal vorm Standesamt oder Kirche. Und heiraten dann. Ja, das finde ich ziemlich krass. Das könnte ich mir für mich jetzt nicht vorstellen. Da müsste ich schon ziemlich. Da müsste ich einen ganz starken Wunsch haben, aus irgendwelchen Gründen. Möchte ich jetzt mal so formulieren. Ja, das war eine Folge, wo ich eher geschockt war. Und da war es dann so, dass die Braut bei der festlichen Ansprache, beim gemütlichen Essen, hat sie dann so eine Schuhkartonbox präsentiert. Und ihrem mittlerweile Ehemann hat sie dann diese Box präsentiert, wo unter anderem ihr Wohnungsschlüssel drin war. Und ich finde, da haben diese Partner-Matcher keinen guten Job gemacht, weil ich fand, die passten nicht zusammen. Also sie war auf jeden Fall auf einer anderen Ebene als er, um das mal nett auszudrücken. Ja, und dann bietet sie ihm ihren Wohnungsschlüssel an, aber gut, das ist halt das Paket, das muss man halt in diesem Sendungsformat wohl machen. Ich meine, wenn man verheiratet ist. Das ist ja eine Konsequenz. Also ich fand das ziemlich krass, dass es so ein Format gibt. Jetzt natürlich die Frage, was ist echt, was ist fake, was ist inszeniert. Dann habe ich eine zweite Folge gesehen, die sah eigentlich ganz gut aus. Also wo die zwei sich begegnet sind, sah das so aus, als wäre das echt Liebe auf den ersten Blick. Das war ganz schön, wobei ja nach wie vor man ja nicht weiß, was daran echt ist. Es wirkte auf jeden Fall alles verhältnismäßig harmonisch und ganz gut, wobei immer noch so ein Beigeschmack dabei ist. Man ist voller Adrenalin, das ist der erste Tag, wo man sich sieht. Ja, also ist natürlich nichts groß erprobt. Ja, ich habe das mal ein bisschen setzen lassen. Die zwei Folgen haben mir dann auch wirklich ausgereicht an Konsumieren von dieser Art Sendungen. Sowas gucke ich normalerweise nicht. Ich sehe auch kein herkömmliches Fernsehen mehr seit Jahren. Kabelanschluss ist seit Jahren abgemeldet, öffentlich-rechtliche meide ich so und so. Das ist mir eindeutig zu manipulativ, was da gebracht wird und auch ja, einfach nicht meins. Weder Hitparade der Volksmusik, wenn das noch kommt, noch Tagesschau. Ja, und deswegen durch YouTube bin ich auf diese Sendung gekommen und habe mir doch gedacht, okay, nachdem ich mal so ein bisschen drüber nachgedacht habe, das gibt in. Weiß nicht jetzt, ob das deutsche Zahlen sind, nur deutsche Zahlen. Es werden ungefähr 50% der Ehen geschieden. Und ist eine Wahrscheinlichkeit oder eine Quote von dieser Zusammenführung anders, als wenn man sich natürlich kennenlernt? Also das kann man ja auch mal betrachten, weil wenn man das mit diesem Zufalls- oder diesem nicht, man kennt sich vorher gar nicht Prinzip macht, vielleicht ist das genauso wahrscheinlich glücklich oder unglücklich zu werden, wie die Beziehungen, die lange erprobt sind. Ja, deswegen, ja, ist das vielleicht gar nicht, da sollte man das vielleicht gar nicht so verurteilen. Verurteilen so und so nicht. Unterhaltsam ist es ja schon auch. Vielleicht ist es tatsächlich ein Weg, jemand kennenzulernen und tatsächlich glücklich zu werden. Ja, mein Fazit zu dieser Sendung: Liebe auf den ersten Blick. Ja, vielleicht habt ihr einen Kommentar dazu, was ihr dazu meint. Das wäre mal spannend. In diesem Sinne, ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss.